Wir bieten die Nummern 3, 4, 6 und 12 der EM-Setzliste auf, sind Titelverteidiger im Einzel und im Mixed, haben bei der letzten Individual-EM in Warschau beide Einzelfinalisten gestellt und hier sind Dmitri Ovtcharov, Patrick Franziska ist zugeschaltet, Dang Chu und Benedikt Duda, flankiert vom Trainerteam mit Sportdirektor Richard Brause, Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf und dem Cheftrainer Düsseldorf Lars Hielscher. Ich beginne wieder mit dem Sportdirektor. Der redaktionelle Hinweis für den Sportdirektor. Richard Brause hat jetzt so circa 25 Minuten Zeit. Erstes Statement von allen und dann wäre es gut, wenn Sie Ihre Fragen alle auf ihn dann konzentrieren würden, sodass er dann so schnell wie möglich rüber kann, dann zum Fototermin der Damen. Richard, bei den Herren sind Mürregaard und Jorgic die Nummern 1 und 2 der Setzliste und danach folgt direkt der große deutsche Block, der bei der letzten Einzel-EM in Warschau auch groß abgeräumt hat. Was sind zusammen mit den Entwicklungen in diesem Jahr seit Warschau die Ziele der Herren bei dieser Heim-EM? Nun, ich denke, zunächst mal muss man festhalten, dass wir natürlich sowohl in Warschau als auch vorher in Alicante wirklich Maßstäbe gesetzt haben und extrem abgeräumt haben. Und darauf können wir sicherlich stolz sein. Es ist aber auch tatsächlich so, dass sich vor allem in den letzten 12 Monaten einiges in Bewegung gesetzt hat. Wir eben zusätzliche Herausforderer bekommen haben. Du hast es gesagt, Tuls Mørregaard, Darko Jorgic, vielleicht auch die Lebruns zu nennen. Also da ist einiges in Bewegung, ganz im Gegenteil zu dem, was man eben ja vor ein paar Jahren immer gesagt hat. Da sprach man immer davon, naja, in Europa die Deutschen und dann vielleicht ein paar Schweden, aber was kommt danach? Ich glaube, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr gute Bewegung haben in Europa, unser Niveau insgesamt verbessert haben. Ich glaube, dass wir da ein sehr, sehr guter Vorreiter gewesen sind und nach wie vor auch Maßstäbe setzen. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Herausforderer. Insofern hoffe ich natürlich, dass wir am Ende auf der einen Seite zu den Medaillengewinnern zählen können und optimalerweise natürlich auch es schaffen, einen Titel zu gewinnen. Wie das dann im Einzelnen aussieht, muss man, denke ich, wirklich abwarten. Durch die relativ volatile Weltrangliste ist es auch so, dass man relativ früh eben, ich sag mal, eine echte Herausforderung in den Setzlisten, in den Auslosungen bekommen kann. Und da gilt es natürlich dann immer, die möglichst beste Form abzurufen. Aber wie gesagt, das ist schon eine echte Herausforderung, zumal natürlich auch in München mit der Heim-EM vielleicht auch der Druck noch so ein bisschen höher wird. Die nächste Frage geht an Rossi. Mit all deiner Erfahrung als Spieler und als Trainer kann dich eigentlich nichts mehr aus der Ruhe bringen. So vom Anspannungslevel ist es bei Olympia dann bei dir am größten noch die nervliche Anspannung. Wie ist das bei einer EM im eigenen Land, zumal es die ja dann zuletzt 2009 gab? Wie groß ist da die Anspannung? Ja, ich denke, dass bei einer Heim-EM, Heim-WM, bei den großen Turnieren will man natürlich immer sehr, sehr gut performen und deswegen merkt man auch bei den Spielern, dass sie da im Endeffekt schon sich einen Tick besser vorbereiten, weil man weiß einfach, man möchte zu Hause gut spielen und ich glaube, am Ende geht auch der Weg nicht an den Deutschen vorbei, wenn es um die Titel geht und wir wollen allen drei Wettbewerben dann erfolgreich sein und wir sind in allen drei Wettbewerben auch sehr erfolgreich aufgestellt. Macht es für dich einen Unterschied, dass es jetzt so eine Multi-EM ist mit neuen Sportarten insgesamt, auch wenn es nicht so wie bei Olympia ein gemeinsames Dorf der Athleten gibt? Es macht eigentlich für uns keinen Unterschied, weil wir ja im Endeffekt dann in einer anderen Halle auch dann spielen, im Audidom und uns dann auch auf dieses Event dann auch vorbereiten. Bei einer Olympiade merkt man das natürlich schon im Vorfeld, wenn man auch die anderen Sportler kennenlernt und sieht. Ich glaube, das wird in München nicht so sein. Ich bin jetzt nicht so im Bild, ob man irgendwo im gleichen Hotel ist, aber ich glaube, dass das wirklich so eine einzelne Meisterschaft ist. Aber es ist ein tolles Event, weil ich glaube, das ist auch die Richtung, wo es gehen muss, dass man viele Sportarten unter den Hut bringt, dass im Endeffekt die Medienpräsenz dann größer wird. Dann nochmal zurück zum sportlichen Teil. In welcher Verfassung sind deine Herren denn jetzt alle 10 Tage vor dem Beginn der Tischtenniswettbewerbe? Ja, der eine ist ja nicht da, der sitzt ja ganz entspannt irgendwo auf der Couch. Der Timo ist noch ein bisschen angeschlagen, aber die anderen drei, die hier sitzen, sind alle eigentlich in einer guten Form. Topform soll man jetzt noch nicht sprechen, weil es sind ja noch ein paar Tage bis dorthin.
Aber so wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin mir sehr sicher, dass einer der Spieler dann auch ganz oben stehen wird. Die nächste Frage geht an Lars. Wir sind jetzt mal ausnahmsweise nicht die Nummern 1 und 2 der Setzliste bei Europameisterschaften. Ändert das was im Kopf für Trainer und Spieler? Das ändert eigentlich nicht so viel. Also wir sind natürlich gewohnt, oft hohe Setzplätze zu haben und an 1 und 2 auch gesetzt zu sein. Aber das zeigt halt, wie Ritschi gesagt hat, dass sich viel getan hat in Europa, gerade in den letzten 12 Monaten und einige Spieler da nach vorne gekommen sind. Aber die Setzliste ist am Ende nicht so entscheidend. Also es ist auch Anton Kellberg zu nennen, Christian Karlsson sind viele Spieler, die für uns gefährlich sind. Und deswegen ist es nicht so wichtig am Ende für die Spieler und auch für uns Trainer, ob wir an 1, 2 gesetzt sind, sondern es muss am Ende dann gespielt werden und da wollen wir halt nach ganz vorne kommen. Es sind 5 Herren in 3 Wettbewerben. Wie habt ihr euch aufgeteilt, beziehungsweise wen wirst du coachen? Das machen wir eigentlich immer erst vor Ort. Also wir haben so eine interne Regel, dass das Rossi von oben runter coacht, aber wir müssen halt dann gucken, wie der Zeitplan einfach ist, ob welche Spieler gleichzeitig spielen in den Runden und dann teilen wir die einzelnen Spieler auf. Also eigentlich erst nach der Auslosung, wenn klar ist, wer zu welchen Zeiten spielt. Okay. Gut, dann ist Dang der Nächste hier auf der Liste. Die Nummer 13 der Welt, Nummer 5 in Europa. Du hast den Peru-Contender gegen Dima im Finale gewonnen, bist im Mixed, also hast auch das Mixed gewonnen, bist Titelverteidiger im Mixed mit Nina, bist in Saarbrücken zum ersten Mal deutscher Meister geworden im Einzel und hast in der Budapest-Serie nur gegen Asiaten dann verloren. Was sind deine Ziele im Einzeldoppel und Mixed jetzt bei der Heim-EM? Ja, ich glaube, zum Mixed erstmal als Titelverteidiger muss man, glaube ich, sagen, man will den Titel nochmal gewinnen. Allerdings weiß ich auch, dass jetzt vor allem in den Jahren nach Olympia auch viele starke Mixed-Paarungen dazugekommen sind. Viele Nationen nehmen diese Disziplin jetzt sehr ernst, trainieren da sehr verstärkt damit. Deswegen ja, wird es wahrscheinlich nicht einfach, den Titel zu verteidigen. Im Doppel mit Benne, ja, wir spielen schon sehr lange sehr gut. Ich hoffe jetzt bei unserer zweiten EM, dass wir da vielleicht das ein oder andere ja, gute Match machen können und dann vielleicht auch ja, auf jeden Fall vielleicht ganz oben stehen können. Da zähle ich uns auf jeden Fall auch zum Favoritenkreis. Genau, aber dafür muss natürlich auch die Performance stimmen. Im Einzel, ja, so banal es auch klingt, es wird dann meine erste Einzel-EM sein. Dann will ich natürlich nicht nur Erfahrung sammeln. Aber ich muss dann auch erstmal gucken, wie ich mich dann fühle. An einem guten Tag weiß ich, dass ich sicher auch das Niveau habe, da fast jeden zu schlagen. Aber das muss man dann auch erstmal spielen können. Ja, das war nämlich schon meine Anschlussfrage. Das ist erst deine dritte EM überhaupt und die erste Einzel-EM und dann noch eine Heim-EM, dann im eigenen Land in diesem Rahmen. Macht das für dich emotionalen Unterschied? Merkst du da jetzt schon was? Ja, ich glaube, es ist immer schön, in Deutschland zu spielen. Ich bin es nur gewohnt, in Deutschland zu spielen. Ich habe noch nie im Ausland in der Liga gespielt. Ich kenne die heimischen Fans. Ich komme ja fast ungefähr aus der Ecke, da im Süden ein bisschen. Ist für mich auf jeden Fall ein schönes Ding, dass dann meine erste Einzel-EM in München stattfindet. Allerdings, ja, ich glaube, eine EM ist wichtig, egal wo sie stattfindet. Aber in Deutschland gibt es uns, glaube ich, nochmal einen zusätzlichen Support auf jeden Fall. Genau, sagt der gebürtige Nürtinger deshalb, ne, quasi fast Heimspiel. Dima, Achtung, jetzt kommt die beliebte Prozentfrage. Ne? Irgendwann musste sie kommen hierbei. Du hast dich monatelang mit dieser Knöchelverletzung rumgetragen, musstest dich Operationen unterziehen, hast dann in Lima im Juni ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Im Juli beim Star-Contender und WTT Champions warst du schon dann noch zufrieden mit deiner Leistung. Dann gab es wieder eine längere... Nee, da war ich nicht zufrieden. Nein? In Budapest nicht. Okay. Also... Ja, gut. Lassen wir das so stehen. Du bist Papa geworden. Ja. Ja. Damit warst du zufrieden? Ja. Bei wie viel Prozent Dmitri Ovtcharov von vor der Verletzung bist du leistungsmäßig jetzt? Sorry, dass ich dir erstmal ins Wort gefallen bin. Nein, ich hatte das nur so, also klar nicht zufrieden mit den Niederlagen, aber dafür, dass du eine so lange Pause hattest, habe ich, meine ich, in deinem Zitat gelesen, aber wir schreiben ja auch nicht immer das Richtige auf tischtennis.de. Ja. Dass es jetzt nicht unterirdisch war. Also wie viel Prozent ich muss sagen, ich fühle mich, nach Peru hat mich so ein Infekt so ein bisschen aus der Bahn geworfen, da war ich konditionell nicht ganz so auf der Höhe in Ungarn und auch im Vorfeld, aber die letzten 2 Wochen habe ich gut trainiert und ich fühle mich im Training ziemlich stark, aber das heißt noch lange nicht, dass man bei Wettkämpfen extrem erfolgreich spielt, also vor der Verletzung
war ich im Training auch stark, hatte aber auch extrem gutes Selbstvertrauen. Einfach so ein inneres Gefühl, dass egal was passiert, ich die Matches schon irgendwie nach Hause bringe. Wenn man so lange nicht aktiv ist, dann muss man so ein bisschen Matchpraxis und Erfahrung auch sammeln. Und deswegen ist so eine EM natürlich ein super Turnier, wo ich oft sehr erfolgreich war, so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, auch vor heimischem Publikum reingehe. Aber ich mache mir jetzt nicht den größten Stress. Ich glaube, ähnlich wie Dan gesagt hat, ich bin in der Lage mittlerweile, denke ich, auch jeden in Europa zu schlagen, aber auch gegen einige zu verlieren. Das ist so ein bisschen Tagesform. Ich denke, je länger ich im Turnier drin bleibe, desto gefährlicher werde ich. Dann machen wir mit unserem Online-Joker weiter. Patrick, machen wir mal einen Sprechtest. Sag mal was. Hallo. Ja, sehr gut. Funktioniert. Drachentöter klingt ja ein bisschen martialisch. Die Süddeutsche hat es dann etwas abgeschwächt nach dem Sieg über Malon und dich Drachenbesieger genannt. Uli Hartmann nickt schon. Ja, genau. Es hieß ne, für den Chat, Malong lebt noch, also nicht Töter, sondern nur Drachenbesieger. Jetzt hast du alle drei Top-Chinesen geschlagen, Malong, Xu Xin, Fan Zhendong. Wie viel Selbstvertrauen hast du denn im Moment? Ja, also es ist natürlich war schon ein super Gefühl, auch gegen Malong dann gewonnen zu haben, weil es auch mir gezeigt hat, dass ich auch an einem guten Tag gegen wirklich jeden in der Welt gewinnen kann. Das letzte Mal hat mich Malong noch ziemlich paniert, da hatte ich relativ wenige Chancen gegen ihn gehabt und deshalb ist Selbstvertrauen auf jeden Fall da, wie Dima auch gesagt hat, auch sehr, sehr wichtig für uns Sportler und Spieler und deshalb am Selbstvertrauen mangelt es gerade nicht. Was bedeutet denn dieses Selbstvertrauen für die Wettkämpfe in München? Wirklich sehr, sehr gut trainiert, an vielen Kleinigkeiten gearbeitet, die im Spiel sich auch gezeigt haben. Das war für mich sogar noch wichtiger, als jetzt dort im Halbfinale zu sein, was für mich auch sehr, sehr wichtig war. Aber einfach zu sehen, dass gerade die Sachen, die ich viel trainiert habe, auch funktioniert haben. Und das gibt mir einfach zusätzliches Selbstvertrauen, dass ich das Training dann auch austeile. Dann geht die nächste Frage an Benne. Wir hatten es gerade schon ein bisschen bei den Damen. Das ist ja Mini-Olympia mit neuen Sportarten. Auch mit die Zuschauer können sich dann wie bei Olympia mal hier und mal da die Wettbewerbe angucken. ARD und ZDF werden breit übertragen im Fernsehen und im Livestream, auch mit wechselnden Sendetagen abwechselnd und über lange Strecken dann berichten. Macht sich diese Besonderheit des Events bei dir auch schon bemerkbar oder blendest du das jetzt noch aus in der Vorbereitung? Also im Moment blende ich es eigentlich noch ganz gut aus. Ich weiß aber, dass es ein großes Event wird in Deutschland, weil viele verschiedene Sportarten gleichzeitig dort in München sind. Aber mein Hauptfokus ist natürlich einfach nur, eine gute Europameisterschaft zu spielen. Dafür wurde ich nominiert, dafür fahre ich dorthin nach München und möchte dort auch auf jeden Fall meine Leistung bringen. Deine Leistung bringen im Einzel, Doppel und Mixed. Was hast du dir für München vorgenommen? So weit zu kommen, wie es eben geht. Also Dan und ich, wir harmonieren gut zusammen, gehören zu den Top-Favoriten im Doppel, wollen natürlich jetzt aus den Erfahrungen der letzten EM und der WM eine erste Medaille zusammenholen. Und im Mix habe ich lange mit Sabine nicht mehr gespielt, jetzt die Woche einmal kurz trainiert. Das wird einfach wahrscheinlich eine gute Tagesform abhängig sein. Ja, und im Einzel versuche ich einfach so weit zu kommen, wie es eben geht. Es gibt viele, viele starke Spieler in Europa und wenn ich meine Leistung bringe, kann ich eigentlich jeden schlagen. Dann sind wir mit der Eröffnungsrunde durch und jetzt Kreuzverhör für Richard Brause. Herr Hartmann. Ja, aber ich würde sagen, da will ich einfach auch der Situation nicht vorgreifen. Das ist offen im Augenblick.
Ja, also kann sein, dass das alles gut ist, kann aber auch sein, dass die Ärzte sagen, Mensch, hier, da musst du einfach größere Vorsicht walten. Wir wollen ja keine langfristige Verletzung in irgendeiner Form riskieren, er macht ja schon länger damit rum. Und insofern legen wir das eben komplett in die Ärzte und das Ärzteteam. Ich würde sagen, ist offen. Melanie Meyer, Funke Medien. Ja, das loben wir immer aus, genau, der an den besten Eindruck macht, nein, Spaß beiseite, das ist quasi der Unterbau für die European Championships, das ist einer von den Center Court Tischen, es gibt noch einen weiteren Center Court Tisch, der aber eben nicht fürs Training eben uns zur Verfügung gestellt worden ist, aber wir haben zumindest einen von den weiteren 7 Tischen, auf dem wir jetzt eben trainieren. Das ist ein bisschen ein anderer Unterbau, wie man gesehen hat, aber ist natürlich das gleiche Tischfabrikat wie die weiteren Tische, die wir jetzt in der Halle haben. Und ja, wir versuchen uns natürlich immer optimal auf diese Dinge vorzubereiten und diese Center Court Konstruktionen sind meist immer so ein bisschen speziell. Deswegen haben wir den jetzt käuflich erworben und aufgestellt. Genau, damit Sie im Chat überhaupt was verstehen, die Frage, ich gebe das Mikrofon mal an Melanie Meyer weiter. Muss ich das jetzt nochmal wiederholen? Haben Sie im Chat gerade die Frage aus der Antwort schließen können oder irgendwas gehört? Herr Stiekel, nicken Sie mal oder schütteln Sie den Kopf? Ja, genau. Gut, und die zweite Frage wird die Frau Meyer nochmal wiederholen. Es geht um einen besonderen Tisch, der hier in der Trainingshalle steht. Okay. Ja, also es geht um einen Tisch, wo eine Husse mit den European Championships drauf ist. Und offenbar wird da der Center Court nachgebaut, beziehungsweise wurde ein Tisch vom Center Court gekauft. Und ich wollte nur nochmal fragen, ob das jetzt nur explizit für Deutschland als Heimnation bei dieser EM ist oder ob das auch andere machen durften. Also im Prinzip dürfen diese Center Court Tische, wenn sie denn zu erwerben sind, jede Nation kaufen. Aber es entzieht sich jetzt mein Wissen, ob das andere Nationen auch gemacht haben. Okay, daran anschließend würde ich noch eine Frage stellen und zwar zur Motivation an Rossi. Du hast jetzt hier eine Reihe von Kandidaten, die um die Medaillen spielen. Musst du die eigentlich noch irgendwie besonders motivieren oder nicht? Oder machen die das gegenseitig, indem die sich im Training schlagen? Oder wie wirkst du da ein? Ja, im Endeffekt ist es so, dass die Spieler erstmal genau wissen, wie sie sich auf große Turniere vorbereiten müssen. Die haben genug Erfahrung, haben schon sehr viele Erfolge gefeiert und haben sich vor allen Dingen zu den Erfolgen natürlich immer hervorragend vorbereitet. Deswegen, wir wissen, wie gut im Training das funktioniert. Die Spieler wissen ganz genau, wenn sie im Training eine gute Form haben, dass es auch mit sehr viel Selbstvertrauen dann auch nach München geht. Und wir sehen es ja auch in den Trainingswettkämpfen und im Training, dass die Form gut ist und dann natürlich kennt man sich gut, so wie die Spieler auch gesagt haben, gibt es viele Spieler, die gefährlich werden können, aber am Ende ist es doch schon so, dass das Training schon ein wichtiger Faktor ist, um mit sehr viel Selbstvertrauen hinzugehen und aktuell sind die Jungs echt gut drauf und deswegen geht ja die deutsche Mannschaft wie immer mit sehr viel Selbstvertrauen zum Großereignis und das ist jetzt in München der Fall. Okay, dann würde ich da noch eben eine weitere Frage anschließen. Wir würden erstmal die Pausefragen abhandeln. Sorry. Entschuldigung. Das ist ja schon mal. Dann mach. Okay, dann noch. Ja, genau. Geht auch ganz schnell. Nur Einschätzung nochmal. Sie haben gerade schon 2 Namen genannt zum Thema Konkurrenz, wie Sie Moregard, Jokic und so weiter einschätzen, wer da wirklich richtig gefährlich werden kann und warum. Ja, ich habe 2 Namen genannt. Das kann man natürlich auch noch ein Stück weit erweitern. Anton Kallberg zum Beispiel ist so. Ich glaube auch, dass ein Christian Karlsson, Matthias Falk, wir haben einige junge französische Spieler, die sich auf den Weg gemacht haben und wirklich für Furore gesorgt haben. Warum das so ist?
Ich denke, dass wir am Beispiel von Darko Jorgic, um dort mal zu bleiben, das einfach schon länger insgesamt wissen, dass das ein Spieler ist, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau schon länger insgesamt spielt. Und mitunter ist es so dann, dass dann erst so ein paar Mosaiksteinchen richtig zusammenfallen müssen, um das Ganze eben auch sehr, sehr konstant zu haben. Bei Truls Moregard waren wir einfach insgesamt gespannt, wie stabil er nach den sehr erfolgreichen Weltmeisterschaften spielt. Er spielt ein bisschen unkonventionell und auch nicht immer jeden Tag stabil, aber er hat ein unheimlich hohes Leistungsmaximum. Das sind eigentlich jetzt so die Gründe. Anton Kallberg, um mal jetzt noch einen weiteren Namen zu nennen aus dem Herrenbereich, der hat eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison, zwischendurch auch mit sehr, sehr guten internationalen Ergebnissen gespielt, hat jetzt die letzten zwei Turniere nicht so erfolgreich abgeschnitten, aber insgesamt auch jemand, den wir da in diesen engeren Kreis sehen, der natürlich auch durch seine Ausbildung in Deutschland, durch seine Ausbildung hier bei Borussia Düsseldorf sich extrem verbessert hat. Und ja, wir kennen ihn sehr, sehr gut, aber er kennt uns natürlich auch ganz gut.